Hallo, ich bin der Bruno von Renate und Bruno on Tour. Wir hatten auf unserer letzten Reise Probleme mit unserer Klokassette. Die war undicht und beim Entleeren ist die Soße hinten aus dem Entlüftungsventil herausgelaufen. Ich will euch heute mal zeigen, wie man diese Klokassette auseinanderbaut und das Ganze reparieren kann. So, wir öffnen jetzt die Klokassette, dass wir an die Innereien rankommen. Hier oben ist die Mechanik. Die Mechanik schließt das Entlüftungsventil. Und wenn das nicht mehr in Ordnung ist, kommt da die Soße raus. Beim Öffnen muss man beachten, dass hier zwei Punkte sind und hier ein Pfeil. Hier ist die Kassette verschlossen und wenn der Pfeil nach links gedreht wird, kann man den ganzen Deckel öffnen. Ich nehme dazu eine Dachlatte her und setze die an und verdrehe das Ganze. Jetzt kann man den Deckel entnehmen. Hier kommt man auch gleich an die Schrauben dran, wenn man das Oberteil abbauen will und die Dichtung austauschen. Da muss man, glaube ich, die öffnen. In der Kassette sieht man hier den Schwimmer. Das kommt auch manchmal vor, dass der Schwimmer hängen bleibt. Aber in unserem Fall war die Dichtung von diesem Ventil das Problem. Das Ganze kriegt man raus, indem man das einfach reinfasst und das Ventil um 90 Grad verdreht. Na? So, das ist das Unterteil von dem Ventil. Und hier oben ist die Gummidichtung. Die hatte Falten und war nicht mehr ganz dicht. Und wahrscheinlich war es irgendwo festgeklebt über den Winter und hat da irgendwie die Verformung abgekriegt und deshalb hatten wir die Probleme. Ich habe es dann mit dem Föhn wieder zurecht geföhnt und dann hat es wieder funktioniert. Einbauen wieder andersrum, einfach die Dichtung wieder auf den Rand draufschieben, das Teil rein. Und das war's schon. Den Deckel wieder aufsetzen. Den Pfeil auf das zweite Loch. Und das Ganze wieder verdrehen. Den Deckel drauf und fertig. Ich hoffe, dass ich euch einige Tipps geben konnte, wie ihr mit der Klokassette zurechtkommt.